Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur 27. Folge Let's Play Minecraft. Und es gibt einen neuen Mod. Ich habe einen ganz neuen Mod installiert. Und zwar Extra Biomes XL. Wow. So, ich muss erstmal von den ganzen Monstern hier die Items einsammeln und natürlich auch die Erfahrungspunkte. Die sind auch nicht ganz unwichtig. Und da vorne... Ah, ich wusste es doch, dass ich was gesehen habe, Kamerade. Denkst du, du kannst mich töten, ne? Ups. Ja, jetzt ruckelt es am Anfang, ruckelt es natürlich noch ein bisschen, weil... Der generiert gerade die Chunks und... Nun ja, halt auch den neuen Mod. Und der Mod, der fügt auch neue Blöcke hinzu. So wie zum Beispiel auch neue Blätter. Ach du Scheiße. Ah. So. Mit solchen Rucklern hier gegen Creeper zu kämpfen ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Dort ist gerade ein Zombie krepiert. Boah, und ich warte jetzt nur kurz, bis er die Chunks alle geupdatet hat und so weiter und so fort. Wo er scheinbar gerade keinen Bock drauf hat. Boah, wir spielen mit ganzen 2 FPS. 2 Bilder pro Sekunde, das ist natürlich sehr viel. Dann die Grafikeinstellung schön. Ja. Performance. Boah, leckt das gerade, Alter. Das ist doch nicht normal. Ich mach das einfach mal. Und... Was passiert, wenn ich das mache? Okay, dann steigt die FPS jetzt auch nicht wirklich. Ja. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Dass das so übelst leckt. Vielleicht liegt das in den neuen Mods. Wow. Ja, ja. Ich versuche mich einmal auszulocken und wieder einzulocken. Okay, das liegt scheinbar nicht an Minecraft, sondern es kann auch sein, dass es an etwas anderem liegt. Boah, jetzt soll er nicht mehr mit Minecraft wieder öffnen. So. Kurz warten. Ich warte kurz, bis die Chunks fertig geladen werden. Zack, zack, zack. Da sehen wir schon im Hintergrund, wie er die Chunks lädt. Oh, und ich sehe gerade, dass ich die... das mit weichem Licht ein bisschen runtergestellt habe, irgendwie. Erkenne ich das gerade relativ deutlich. Dumm, 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 dumm. Und ich merke gerade, die Musik ist, glaube ich, ein bisschen laut, ne? So. Jetzt habe ich es etwas leiser gemacht. Huh. Okay. Das Könnchen, ich fühle mal kurz... Ja, okay, ich glaube, ich sollte... gleich die Folge kurz kleinen Cut reinmachen und ja, vielleicht etwas dagegen tun, dass das übelst abruckelt, zum Beispiel den Computer neu starten oder am besten runterfahren, warten, bis er sich abgekühlt hat, und dann geht das erstmal. Warte, man muss aber in Grafikeinstellung. Ach so, das habe ich fast komplett runtergeschaltet, deswegen sah das gerade auch alles so komisch aus. Das weiche Licht stelle ich aber einfach mal wieder ein. Das finde ich irgendwie schöner, wenn das ein bisschen an ist. So, okay. Und dann würde ich sagen, fahre ich einmal den Computer runter, bevor das jetzt weiter so rumruckelt. Bis gleich. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum
Zum zweiten Teil quasi von der nächsten Folge. Ich habe jetzt davor ein bisschen Chunks aufbauen lassen und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut geht, ob das jetzt hinhaut mit dem Spielen, ob das jetzt immer noch so doll ruckelt oder nicht. Im Spiel habe ich jetzt nicht ganz so viel FPS. Ich weiß echt nicht, ob es an dem neuen Mod liegt, aber ich werde es mal kurz ausprobieren. Und zwar in diese Richtung sind wir noch nicht so weit gelaufen. Das heißt, da dürfte er relativ schnell die neuen Biome regenerieren oder generieren, wie auch immer. Ich weiß noch, als wir hier hinten das letzte Mal waren, oder das einzigste Mal, wo wir hier hinten überhaupt waren, war da ja die Tonspur so asynchron. Oh, und ich sehe gerade, wir haben über einen Stack Redstone, 1,5 Stack Redstone. Egal, ich renne trotzdem einmal hier lang. So. Okay, ich muss gerade gucken, Tonspur ist diesmal nicht wieder zu laut. Ich habe gerade gemerkt, als ich die erste Tonspur habe ich auch noch gleich bearbeitet, habe ich die Gunst der Stunde quasi genutzt. Und da habe ich dann bemerkt, dass, diese kleinen dreckigen Mistnachrichten, Alter. Okay, hier ist ein Lavasee. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen. So. Hier kommen wir zu so einem riesigen Berg. So. Ah, dieses von dem Ruckeln, ne? Das ist echt. Ja, Zombie, ich weiß, du stirbst gerade und so. Wieso ist hier noch nicht überall Gras gewachsen? Komisch. Ach, und da vorne, das sieht schon nach so einem neuen Biom aus, das generiert wurde. Das Ding da, diese riesige Felsformation, was auch immer das ist. So eine Steilklippe. Ja, ist eine Steilklippe, ne? Ich denke, so kann man es nennen. Okay, keine Steilklippe. Ein riesiger, fetter Felsen, der hier irgendwo in der Landschaft drin sitzt. Warum nicht? Okay, ich nehme auf jeden Fall mit einer flüssigen FPS-Anzahl auf, aber ich spiele nicht mit einer flüssigen FPS-Anzahl. Warte mal, ist das jetzt ein fetter Felsen? Ist das so eine Steilklippe oder was ist das? Ey, cool, hier ist so ein Loch drin. Na, ich würde sagen, das ist eine der neuen Sachen, die generiert wurden. Und das hier sieht aus wie so ein Birkenwald, der ist auch neu, also so ein reiner Birkenwald. Ich dachte, das gab es vorher auch noch nicht, da vorne mischen sie jetzt ein paar Eichen dazu. Normalerweise ist es ja eher umgekehrt, überall nur Eichen, ab und zu mal eine Birke. Hier sind überall Birken und ab und zu mal eine Eiche. Und jetzt ruckelt es mir eindeutig zu viel. Eindeutig. Wow. Ich versuche mich mal umzudrehen und wieder zurückzugehen. Wenn das irgendwie möglich ist. Wow. Ach scheiße, jetzt ist hier so eine. Oh oh. Scheiße. Ach bitte, der hat jetzt hier nichts Neues generiert, oder? Bitte nicht. Der hat doch hier nichts komplett Neues generiert, oder? Das wäre jetzt sowas von Scheiße, dann wäre alles weg, was wir vorher gebaut haben, aber das kann doch nicht sein. Woho. Ach du Scheiße. Da vorne ist wieder so ein Klippending durchs Generieren entstanden. Okay, bisher sieht es nicht so aus, als hätte der irgendwas hier komplett neu generiert. Der Fluss, der sieht noch aus wie vorher. Oh oh, ich krieg hier gerade ein bisschen Panik, gerade mal. Ich will nicht, dass der alles kaputt gemacht hat. Zur Not hätte ich, glaube ich, auch ein Welt-Backup, aber das ist schon ein paar Folgen her.
Boah, Alter, ey. Ich hab noch nie mit so wenig FPS gespielt. Ohne Scheiß. Das ist echt krank. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich kletter hier mal oben auf den Berg rauf. Oh fuck, ich glaube, der hat wirklich eine neue Gen Welt hier hinter generiert, oder? Ach nee, hier ist scheinbar der Lavasee von vorhin. Ach, vielleicht hat er es doch nicht gemacht. Das wäre dann natürlich gut. Okay, er hat scheinbar doch nichts Neues hier generiert, oder? Ich glaube, er hat nur ein paar Biome dazwischen gesetzt. Kann das sein? Dass ich viel weiter zurückrennen musste, weil ein paar Biome, ich bin weggegangen und da hat er ein paar Biome dazwischen gesetzt. Einfach zwischen diese beiden. Und deswegen, also hat er ein paar Chunks einfach extra geladen. Versteht ihr, was ich meine? Er hat einfach sozusagen die Chunks genommen, hat sie auseinander gezogen und neue Chunks dazwischen gesetzt. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber scheinbar hat das Ding es gemacht. Und hat mir damit einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Boah. Wow, wow. Alter, so sehr ruckelt es noch nicht mal, wenn ich nebenbei ein Video rendere und dann spiele. Und dann ruckelt es schon, das könnt ihr mir glauben. Wow. Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank. Ich habe echt schon gedacht, die Welt wäre jetzt verloren gewesen. Also nicht verloren, aber viel Spielzeit wäre verloren gewesen. So, ich packe erstmal alle Erze rein. Das wird jetzt so eine neue Erzkiste und Rohstoffkiste und so. Das ganze Zeug, dass man halt aus Dungeons so rausholt. Also aus Höhlen rausholt, so an Erzen. Ach so, ich dachte gerade, die wäre noch offen. Und der Rest kommt hier rein. So. Ja, und dann denke ich, reicht auch so erstmal für die 27. Folge. Was haben wir hier geschafft in dieser Folge? Ich kann es euch sagen, gar nichts. Aber gar nichts ist immer noch sehr viel. Das ist schon mal mehr, als wir sonst geschafft haben. In allen anderen Folgen. Jetzt kann ich mal mehr das Inventar schließen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, was ich sehr bezweifle, gebt dem Video doch eine positive Bewertung und ja. Ja. Gebt dem Video doch eine positive Bewertung und schaltet auch das nächste ein. Und vergesst nicht, das letzte anzugucken, weil ich weiß nicht, was da so Tolles passiert ist, aber ihr könnt es euch ja trotzdem angucken. Und dann würde ich noch sagen, freut mich, dass ihr das zugeschaut habt und wenn ihr es überhaupt bis zum Ende hier ausgehalten habt. Ich habe es ja selber kaum bis hierhin ausgehalten. Also, ciao, ciao.